Am 4. Mai ist die Emotion Flashbang rausgekommen und bis heute habe ich noch kein Review dazu gemacht. Wir haben sie mal im Stream ausgepackt, aber heute, nach über einem halben Jahr, wo ich diese Pfeife geraucht habe, kommen wir zu meinem Langzeitfazit zu der Emotion Flashbang, direkt nach den Cinematics. So, und da sind wir wieder. Wir reden heute, wie gesagt, über die Emotion Flashbang. Ich hoffe, die Cinematics haben euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne schon mal einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wir machen das heute wie ein ganz normales Review. Das heißt, wir haben unsere vier Punkte, an denen wir uns entlanghangeln. Verarbeitung und Qualität, Optik und Design, Rauchverhalten und das alles zusammengefügt am Ende nochmal in einem Fazit. Es kamen sehr viele Pfeifen raus im letzten Jahr, die mit absoluten Featuren geprahlt haben, die sich gegenseitig überbieten wollten, mit wie vielen Blow-Offs sie haben. Und dann kam noch die Emotion Flashbang pünktlich zur Messe raus. Und sie hat keine Feature und einen Blow-Off. Und das klang erstmal so, naja. Und dann habe ich die Pfeife wirklich getestet. Und im Nachhinein kann ich sagen, das war eine meiner meistgerauchten Pfeifen dieses Jahr. Mit absolutem Recht. Und zwischendrin noch ganz wichtig. Emotion ist ja eine Tochterfirma von Mose. Und das heißt natürlich, dass es diese Pfeife bei Mose gibt. Und bei Mose gibt es auch noch den Gutscheincode SWG. Da gibt es aktuell Aufbewahrungsdosen mit dazu. Das könnte sich in Zukunft natürlich wieder ändern. Ihr kriegt aber immer ein kostenloses Goodie dazu. Falls ihr euch eine Pfeife bei moseshisha.de ziehen solltet, gerne noch im Warenkorb den Code SWG mit reinklatschen. Dann supportet ihr hier den Kanal noch ein bisschen. Und ihr kriegt noch ein kostenloses Goodie on drauf. Ein Kuss an jeden, der dran denkt. Wir fangen an mit Verarbeitung und Qualität. Und da erstmal die negativen Punkte. Ich hatte zwei Probleme mit dieser Pfeife, beziehungsweise hatten die einige Leute. Es hat sich im Nachhinein rausgestellt, dass die Kugeln, die in der Base verbaut sind, um den Blow-Off abzudichten, leider manchmal ein klein wenig hängen bleiben. Das Problem hat Emotion aber zum Glück sehr schnell beseitigt und hat ein kleines Add-on rausgebracht, das in Form von einem Blättchen, das unter die Rauchsäule geschraubt wird, die Kugeln blockt. Und dann ist das nicht mehr passiert. Falls ihr noch eine Flash habt und dieses Problem bei euch auftritt, einfach dem Emotion Support schreiben, die schicken euch mit Sicherheit auch noch so ein Ding zu, schraubt ihr drauf, danach ist das Problem beseitigt. Und dann gibt es noch ein zweites kleines Problem, und zwar gibt es manchmal oder gab es wohl in einer Charge von der Pfeife defekte Diffusoren, die sich zwar normal rum mit Diffusor aus haben draufschrauben lassen, aber wenn du den umdrehen wolltest, um ihn drauf zu schrauben, dann hat das manchmal leider nicht funktioniert. Und das waren zwei Sachen, die waren schon ein bisschen schade. Also es wäre immer gut, wenn sowas beim Release natürlich gar nicht erst passiert. Muss man angreifen, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, Probleme wurden von Emotion auf jeden Fall erkannt und direkt behoben, ohne dass 1 Cent extra Kosten für irgendjemanden entstanden ist. Das heißt, sie haben immer kostenlos die Ersatzteile zugesendet. Wenn du dir jetzt eine Flashbang kaufst, hast du nicht mehr das Problem, weil dieses Plättchen, was es dann als Add-on für Leute gab, die das Problem hatten, das ist jetzt fest verbaut. Und das heißt, wir haben die beiden Probleme mittlerweile gelöst, die es eben bei der Verarbeitung gab. Und abgesehen von diesem Problem ist die Pfeife auch tipptopp. Die ist nicht komplett auf dem Level von der Stimulation zum Beispiel, was ich so als die beste Verarbeitung bei einer Shisha ansehen würde. Aber die ist für eine Pfeife mehr als gut genug. Also die Verarbeitung ist hervorragend. Ich habe keine Kratzer im Material. Ich habe keine Gewinde, die komisch laufen. Außer bei dieser einen Charge mit den Diffusoren, was aber zum Glück Geschichte ist. Die Beschichtung auf dem Teller ist wunderschön. Die Verarbeitung von dieser Granate hier bei der Rauchsäule ist einfach Bombe. Sieht auch richtig gut aus. Der Schlauchanschluss hält bei mir bis jetzt wunderbar, wo man auch zum Beispiel bei manchen Magneten nach 2-3 Monaten schon Ausfallerscheinungen hat, hat der mich hier seit Mai absolut hervorragend begleitet und hält immer noch wunderbar. Und auch die Standard Bowl ist für eine Standard Bowl besonders geformt. Also seht ihr hier, ne? Das ist die Standard Bowl. Und da hatte ich auch für eine Standard Bowl extrem wenig Bläschen drin, ne? Und ich habe mittlerweile 3 von den Dingern. Das heißt, abschließend bei Verarbeitung und Qualität können wir auf jeden Fall sagen, es gab ein paar kleine Probleme, aber die wurden zum Glück behoben und abgesehen davon ist das ein ultra solides Paket. Kommen wir zu Optik und Design. Und
das ist wohl mit Abstand der wichtigste Faktor bei dieser Pfeife, weil heilige Scheiße, wie schön sieht die aus. Also, ich bin mir sicher, dieses Theme wird manche Leute nicht krass abholen, aber mich persönlich, wo ich 10 Millionen Stunden in CS habe und bestimmt noch 20 Millionen in COD gezockt habe, das Design mit der Granate holt mich geisteskrank ab. Es sieht mehr aus wie eine Rauchgranate, heißt aber Flashbang. Ich finde auch Flashbang klingt deutlich nicer. Also stellt euch mal vor, die würde Emotion Smoke Grenade heißen. Da finde ich Emotion Flashbang schon deutlich geiler. Also lassen wir das mal beiseite. Aber das Design für mich ist eine absolute 1 plus mit Sternchen. Standard Bowl finde ich auch cool, aber gerade wenn man sie dann noch auf eine schöne Caesar Bowl packt, ist die Pfeife optisch für mich eine absolute 10 von 10. Wie gesagt, die Details, die man an der Granate hat, der wunderschön beschichtete Teller, dass wir überall noch die How-to-Use-Anleitung für eine Granate drauf haben, die ganzen Details von der Pfeife, also zum Beispiel Größe, Gewicht und Co., die dann noch mit in die Schriften eingearbeitet sind, das ist einfach richtig geil. Also ich würde fast so weit gehen und sagen, das ist eine meiner Top 3 designten Pfeifen und die einzige andere, die mir gerade eigentlich noch in den Kopf kommt, wäre zum Beispiel eine Stratos, die so ein Thema nimmt und das so schön optisch und designmäßig umsetzt, dass du immer wieder coole neue kleine Details an der Pfeife erkennst und ich finde das unglaublich geil und ich finde das richtig nice, dass Emotion sich so komplett austobt. Also wenn wir jetzt überlegen, noch die Future, das ist eine komplett andere Pfeife, ist aber dieselbe Marke und beide Pfeifen sind insane geil. Liebs. Wo wir noch beim Design sind, müssen wir noch dazu sagen, es gibt aktuell 6 Farben und es ist vor kurzem übrigens noch eine weitere rausgekommen und zwar die Toxic. Auch sehr, sehr geil. Ich blende euch nochmal alle Farben ein. Könnt ihr die nochmal im Überblick sehen. Sind sehr coole dabei. Ein paar, die ich nicht so cool finde, ein paar, die ich cool finde und ein paar, die ich sehr geil finde. Aber genauso geht mir das halt immer, wenn es mehrere Colorways gibt. Und wie auch immer beim Design, muss ich natürlich noch einmal dazu sagen, ist eigentlich scheißegal, was ich hier sage. Ne? Das ist halt meine Meinung zu der Optik und wenn das jemand anders sieht, dann ist das so, das Ding muss euch gefallen. Und das ist das einzig Wichtige, das müsst ihr halt selber wissen. Und abschließend, bevor wir zu unserem nächsten Punkt kommen, noch einmal der Blow-Off, weil der ist eben auch extrem wichtig, wenn wir beim Design sind. Und die Granate, die als Rauchsäule verbaut ist, hat hier und da immer mal wieder kleine Öffnungen, wo der Rauch bei einem Blow-Off rauskommt. Und mich persönlich holt das ab. Ich brauche nicht mehr Blow-Offs. Der eine Blow-Off, der da drin steckt, ist meiner Meinung nach wunderschön und das ist für mich vollkommen in Ordnung, dass wir auch nur genau diesen einen Blow-Off haben. Wenn ihr Blow-Off-Fanatiker seid und ihr da jedes Mal dran rumspielen wollt und mehrere verschiedene Blow-Offs in einer Pfeife haben wollt, dann seid ihr hier leider falsch. Aber mir persönlich passt das so auf jeden Fall. Ich zeige euch jetzt nochmal live hier. Ich finde ihn schön, mir reicht das absolut. Und damit haben wir auch Design, Optik und den Blow-Off abgehakt. Kommen wir noch zu einem Punkt, wo ich euch zum Glück objektiver was dazu sagen kann. Und zwar das Rauchverhalten. Ich finde sie angenehm leicht beim Rauchen. Und vor allem, wenn man jetzt Funnel mit Vollkontakt raucht, ist sie sehr, sehr geil. Wenn ich einen fluffig gebauten Meerloch auf Abstand rauche, ist sie mir manchmal fast einen Ticken zu leicht. Geht aber immer noch klar, würde ich sagen. Und wenn ich die Flashbang unbedingt rauchen wollte, aber auch unbedingt einen Meerlochkopf rauchen wollte, dann habe ich einfach beim Meerlochkopf ein kleines bisschen mehr den Tabak angedrückt. Und dann war es auch gut. Also Rauchverhalten vom Durchzug her für mich sehr, sehr angenehm. Dann steht auf der anderen Seite natürlich noch, wie einfach geht der Blow-Off. Ich finde, man merkt einen kleinen Widerstand, aber nicht so sehr, dass er stören würde, sondern eher einfach nur in dem Maß, dass es dafür sorgt, dass der Blow-Off bzw. der Rauch beim Blow-Off auch einfach schön gleichmäßig aus der Pfeife rauskommt. Das heißt, Durchzug für mich top, mag ich, und Blow-Off für mich ebenfalls top, mag ich auch. Und dann kommen wir noch zum Fazit. 170 Euro muss man für die Pfeife auf den Tisch legen. Und man kann nicht die Farben von der Granate wechseln. Das wäre noch was ich mir extrem wünschen würde. Dann hätte ich nicht 3 gebraucht, sondern hätte ich mir eine gekauft und einfach noch 2 Granaten dazu gekauft. Das klingt sehr weird. Ich meinte das nicht so. Und für 170 Euro bekommst du eine Pfeife, die mittlerweile wunderbar verarbeitet ist. Vorher 2 kleine Probleme hatte, aber die wurden auch schnell gelöst und kostenfrei ausgetauscht. Von daher Props an den Support bei Emotion. Du bekommst für diese 170 Euro eine Pfeife, die meiner Meinung nach optisch eine absolute 10 von 10 ist, mit einem sehr guten Rauchverhalten und einer gescheiten Verarbeitung, abgesehen von den 2 kleinen Problemen, die ja aber kostenlos vom Emotion Support behoben wurden. Man muss es erwähnen, aber ich finde, es ist kein Riesenkritikpunkt. Vor allem so, wie der Emotion Support eben damit umgegangen ist. Und das macht die Rechnung am Ende des Tages relativ einfach. Wenn du die Pfeife wunderschön findest und du gerade 170 Euro rumliegen hast, die du sehr gerne in dein Shisha-Hobby stecken möchtest, dann ist das auf jeden Fall eine Pfeife, die du absolut in Betracht ziehen solltest. Und das ist, was ich von der Emotion Flashbang halte, nachdem ich sie über ein halbes Jahr jetzt zu Hause hatte und ein halbes Jahr für euch auf Herz und Nieren getestet habe. Kuss fürs Angucken, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben oder Abo da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal, eure Shisha-WG.